Hallo Leute und willkommen zurück. Heute müssen wir ja, wie wir letztes Mal gesagt haben, noch den Raum von hinten verstecken im Berg. Den konnte man noch sehen. Das werden wir jetzt erstmal abändern. Und ich werde noch diese hässlichen Knöpfe da von dem Raum wegmachen. Das gefällt mir nämlich nicht. Die sind ja an den Säulen dran und das passt mir überhaupt nicht. No. Also heute habe ich es halt mit dem Treffen, ne? Also irgendwie. Denn so. Ist ja sogar noch offen gewesen. Hä? Die kommen jetzt erstmal alle weg. Das sieht irgendwie nicht aus. Wir lassen den einen da hinten, den sieht man ja so nicht. Ja, und die Aufnahme, die ich, also von dem letzten Session, die ist leider irgendwie defekt gewesen. Da war zwischendurch auf einmal ein Fehler drin, da konnte man das nicht so zurechtschneiden. Deshalb musste ich leider die in zwei Parts machen. Anderthalb Stunde. Hat mir nicht gepasst. Ich hätte es ganz gerne anders geschnitten. Aber ging nicht, da ließ sich das Video nicht mehr bearbeiten. Ups, da muss ja der Knopf bleiben. Drum musste ich das leider so groß machen. Ich habe jetzt mal bei Bandicam eingestellt, dass die Aufnahmen alle 20 Minuten also unterbricht und dann halt eine neue anfängt. Mal gucken, wie das funktioniert. Das werde ich ja feststellen. Das fängt nämlich jetzt mit dieser Session an. Ich hoffe, dass das dann klappt. Zur Not kann man ja dann immer, wenn mal die Aufnahme halt jetzt mal die eine, wo neu anfängt, halt immer nur eine Minute oder sowas ist, kann man es ja einfach. Und sollte man es zumindest, laut meiner Theorie, einfach an die andere Aufnahme anhängen können. Weil ich benutze nicht so professionelle Videoschnittprogramme, wie die anderen alle haben. Weil ich benutze dieses von Microsoft, dieses Windows Live. Und das reicht eigentlich vollkommen aus. Warum soll man für solche Sachen denn auch nochmal Geld investieren? Dafür gibt es ja auch diese kostenlosen Sachen. So, Knöpfe weg. Ja, ich, wie man sieht, habe ich mich auch schon vorbereitet mit Erde und Steine. Das benötigen wir ja, um das hinten zu verstecken. So, hier einmal durch, dann hier hoch. Denn wir haben ja hier hinten auch einen Ausgang, den können wir ja benutzen. Nö. So, wo war das denn jetzt nochmal? Ich glaube hier unten irgendwo. Ich muss mal gucken, dass hier links so Creeper rumläuft. Hier muss es doch irgendwo gewesen sein. Hallo? Ja, genau. Au. Hier war es. Das müssen wir jetzt eben verstecken. Kein Creeper hier drin? Oder in der Nähe? Nein, sieht nicht so aus. Aber wir werden unser Bett auch schon mal hier hinstellen später. Das werden wir nämlich brauchen. Au. So, dann gucken wir mal, wie wir das am besten verstecken können. Erstmal werden wir das alles mit Steine verkleiden. Du musst weichen. Machen wir das Loch einfach halt ein bisschen mehr zu. Vielleicht müssen wir hier auch noch was hinbauen. Es ist ja nicht verkehrt, wenn dieses Loch verschwindet. Ich werde es aber nicht ganz auskleiden. Das wäre dann doch etwas arg viel. Aber so schon mal.
dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, das hier alles zu verstecken. So, müssen wir uns gucken mal, wie wir das am besten ein bisschen so kreuz und quer. Steine mitnehmen sollen. Wie viel habe ich hier noch mit? Oh, ein paar Stacks haben wir noch. Also ein bisschen was können wir noch. Oh, man sieht, es wird schon dunkel. Dann stellen wir uns schon mal das Bett hier hin. Vorsichtshalber. Da kommen wir jetzt auch schon gleich versteckt. Da ging noch ratzfatz. Na komm. Ich glaube, so kommen wir jetzt schon. Na, da muss auch noch was hin. Eigentlich schon fast lassen, ne? Wo mir das hier auch nicht so ganz gefällt. Dass das hier so hoch ist. Teil hier. So, jetzt werden wir mal Erde nehmen und das mal ein bisschen mit Erde schon mal auskleiden. Zumindest der Boden auf jeden Fall schon mal. Das heißt, du musst erstmal weg. Wechsel dann wieder buchstäblich Gras über die Sache. Hoffen wir zumindest. So. Ist doch schon recht nice geworden. Gibt zumindest Schlimmeres an Hügeln, oder? Da jetzt noch da Gras drüber wächst, dann geht er doch eigentlich. Ja doch. Kann man so lassen. Werden wir auch erstmal so lassen. Na gut, das... ist egal. Sieht ja kein Mensch. Das machen wir nur so. Auch noch einer hin. Vielleicht springt das hier darüber. Wie weit klettert der Turm? 2 Blöcke, 3 Blöcke? Ich weiß es nicht.
Wir werden sehen. So bleibt's. Gut, haben wir das. Müssen wir mal gucken, dass wir zu unserer Tür kommen. So. Ja, ein bisschen was ist ja noch übergeblieben. Das haben wir noch gut hingekriegt. Dann kommt es wieder weg. Da war nichts mehr drin. Wir haben noch ein paar Blümchen, die können wir noch irgendwo pflanzen. Hier sieht es doch ziemlich kahl aus. Könnte man doch das eine oder andere Pflänzchen setzen. Oh, hier so ist auch noch eine hin. Und da so. Sehr schön. So, das können wir alles, ups, später mal wegbringen hier. Schmeißen wir erstmal da rein, weil jetzt machen wir erstmal den Ofen leer. Oder hatte ich den schon leer gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, da sind ja genau die Kartoffeln drin. Ich hätte festgestellt gehabt, Schere kann man gar nicht mehr verzaubern. Ich weiß gar nicht mehr, ich hätte die aber mal verzaubert. Ich wollte das nochmal machen. Aber das geht gar nicht mehr. Man kann keine Schere mehr verzaubern. Oh, gibt aber ganz schön XP. Können wir gleich schon wegbringen in unser schönes XP-Tresor. Geil. Irgendwo müsste noch eine drin sein, kann das sein? Ich habe irgendwo eine übersehen. Oder vertue ich mich da jetzt? Gucken wir nochmal kurz alle durch. Aber ich meine, es müsste eigentlich... Doch nicht. Habe ich mich vertan. Wir müssen noch die Fackeln da unten wegtun. Ups, muss das hier hin. Von unserem Hügel, den wir da ausgebessert hatten. Wo wir von einem Creeper überrascht wurden. Also mit Nahrung brauchen wir wohl keiner mehr kommen. Das kann ja schon ein Restaurant aufmachen. Ich glaube, wir reißen jetzt mal eben schnell die Fackeln auf, oder? Die hier. Ich lasse das mal einfach noch da beleuchtet. Ein Skelett. Wir lassen es erstmal noch. Wir huschen aber einmal zu der Schweinefarm hin. Hühnchen, wie sieht's bei euch aus? Brauchen wir nicht. Kann weg. Kann auch weg. Ja.
kann auch weg. Du auch. Du da hinten auch. Kann wieder hin. Kiste? Ach, ich habe gar keine drin. Ich dachte, ich hätte noch ein paar Eier. Gehen fort. Ja, was ist denn mit euch los? Das gab ja wieder einiges. Oh, wie dieses Geräusch von diesen getrampelnden Viechern hasse. Aber das gehört dazu. So, mal gucken, wie viel wir jetzt hier wegkriegen von unseren Karotten. Ich hatte letztens ein paar von denen abgemurkst. Jetzt sind hier nicht mehr so viele drin. Sollte uns genügen. Na, treffe ich noch einen? Oder war es das? Ich glaube, das war's. Nein, da war noch einer. Gut, das soll uns reichen. Wenn ich mal vorsichtshalber noch mal wieder da, schon fast 30 Level wieder. Jetzt werden wir dann direkt erstmal in die... Mal gucken, ob wir was reparieren müssen. Können wir das erstmal da rein investieren. Den Rest, den bringen wir nämlich dann weg. Dann könnten wir eigentlich schon mal den einen Raum da etwas begutachten, der daneben ist, denn da soll ja das Räumchen für unser Drachenei hin, hier, ne? Heute kein Silberwasser getrunken. Wo wir essen waren. Also im Prinzip müsste ich was Zielwasser getrunken haben. Also ich muss mal gucken, ob ich in der Config-Datei nicht ändern kann. Müsste ich hinschreiben. Truhe, Spieler. Weil das holt man sich ja zurück. Da kommt dann zum Spieler hin und das kommt in eine Truhe. Muss ich mir mal angucken, ob man das irgendwie ändern kann, weil das ist ja blöd, wenn bereit. Speichern steht. Weil ich kann mir das nicht merken. Oben kommt der Spieler in Untruhe. Meine Güte, ne. Das ist blöd, irgendwie. So, den einen Knopf, den knöpfen wir nochmal dahin, wo er hingehört. Fleisch, 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 ein weiter. Steht ja auch da, Schweinefleisch. Den Raum werden wir auch mit dem Quarz machen.